Mein Name ist Julian Möllnow, ich bin 33 Jahre alt, bin seit 2014 bei ThyssenKrupp Rothe-Erde, habe damals nach der Uni direkt einen Arbeitgeber gesucht hier in der Umgebung, weil ich wieder in die Heimat zurück wollte. Was mir in meiner Arbeit gefällt, ist, dass kein Tag wie der andere ist. Also man geht abends immer raus und hat eigentlich jeden Tag was Neues gelernt. Bei meinem Team schätze ich, dass wir komplett unterschiedlich unterwegs sind. Das heißt, wir haben sehr erfahrene Mitarbeiter, sehr junge Mitarbeiter, Quereinsteiger aus verschiedenen Bildungsbereichen. Die Arbeit mit den Kollegen macht mir sehr viel Spaß, da wir ein freundschaftliches Verhältnis zueinander haben und uns während der Arbeitszeit sehr viel unterstützen. Und bei Fragen ist jeder Azubi auch füreinander da. Wenn irgendwelche Probleme auftreten, wir sind immer hilfsbereit. Wir arbeiten zusammen in einem Team und das zeichnet echt das Teambuilding hier aus. Heute bedienen wir bei ThyssenKrupp Rothe-Erde eigentlich alle Bereiche, wo sich irgendwas dreht. Angefangen von ganz einfachen kleinen Schwenktrieben und Lenkgrenzen für einfachste Anwendungen bis hin zu komplexen Tunnelbohrmaschinen. Es gibt kein Lager, was wir eigentlich von der Stange verkaufen, sondern es sieht immer ein bisschen angepasst und spezialisiert auf den Kunden aus. Was für unsere Arbeit und für die Zukunft, glaube ich, sehr wichtig ist bei ThyssenKrupp Rothe-Erde, ist, dass wir uns immer wieder neu erfinden, dass wir eben nicht die Dinge weiter tun, wie wir sie in der Vergangenheit getan haben, sondern eben auch darüber nachdenken, was braucht der Kunde und was braucht die Windenergie oder andere Anwendungsfelder in der Zukunft. Und dass wir da nicht auf der Stelle treten, sondern uns weiterentwickeln. Und ich glaube, dann sind wir gut aufgestellt für die Zukunft.